Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Du warst angeln, ich war angeln. Worüber wollen wir zuerst reden? Über den großen Sport in Norwegen über die Schlei? Darüber haben wir schon so oft berichtet, über Norwegen. Was so. Da würde ich mich lieber interessieren, wie es hier in der Schlei gegangen ist. Ne? Also, fangen wir doch mal von vorne an. Mein Kumpel Hauke, der hat gesagt, komm zur Schlei, da gehen wir schön angeln. Er macht ja auch seinen Angelschein, beziehungsweise herzlichen Glückwunsch, schöne Grüße gehen raus, der hat ihn nämlich bestanden. Aha. Also ich glaube Theorie kein Fehler und Praxis 30 von 30 Punkten. Oh, hatte ich ja gut vorbereitet dann. Ne? Er muss in Hamburg vor allen Dingen machen, das ist ja der Unterschied zu Schleswig-Holstein, habe ich gemerkt, da muss er praktische Prüfung machen, die gibt es ja in Schleswig-Holstein nicht. Nein, und die haben auch ganz andere Fragen. In Hamburg hat er ja schon ein ganz anderes Fischereigesetz, das ist ja die Krux, was so, dass jedes Bundesland ihr eigenes Gesetz hat. Ja, ne? Ich habe viel gelernt an diesem schönen Tag. Auf alle Fälle sind wir dann also hin, nachdem du mir ja Angelgerät zur Verfügung gestellt hast. Ich habe ja selber keine Angel gehabt. Was hast du mir eigentlich mitgegeben? Ja, eine Rute, Rolle, einen Halter, ein paar Haken, Blei und so Running Booms, also wo man das Blei einhängt. Ne? Was war das für eine Angel? Das war eine Allround-Angel, war so 2,70 lang und Wurfgewicht 30 bis 80 Gramm. Also so eine richtige Allround-Rute. Ne? Okay, ist es schlimm, du hast mir auch Blei mitgegeben, wenn nicht alle Bleie zurückkommen? Nein, das ist beim Angeln immer so der Fall, also das muss man mit einkalkulieren. Ich habe gerade mit einem Kumpel telefoniert, wir drehen demnächst an der Weser, hat er auch zu mir gesagt, nimm ein bisschen Blei mit, du musst davon ausgehen, dass du auch mal was verlierst. Ne? Man verliert sehr schnell was, habe ich festgestellt. Ja, kommt immer darauf an, wo man angelt, nicht? Also wie hängerträchtig der Grund ist. Naja, das Blei muss ja erstmal den Grund treffen. Ja. Aber es kann ja auch sein, habe ich festgestellt, dass das Blei schon in der Luft von der Schnur fliegt. Wenn man die Bügel nicht aufmacht. Genau. Das ist ja, man muss ja erstmal, man muss das ja auch erstmal lernen. Ja, das absolut. Das heißt, ich habe erstmal Trockenübungen gemacht. Erstmal musste ich ja deine Angel zusammenbauen. Das haben wir alle zusammen gemacht. Man muss ja trotzdem noch einsatzbereit machen. Ne? Da fängt es ja schon an. Und dann muss man ja üben. Man muss ja üben, wie muss der Bügel stehen, wie werfe ich, wann lasse ich los, wann mache ich den Finger los und so. Das ist ja nicht von Geburt an da bei allen. Nein, überhaupt nicht. Oder warte mal, du hast irgendwie. Okay, jetzt. Warte mal. Ja. Ja, wenn man so nie gemacht hat, also guck mal, das sind ja so Dinge, die ich immer voraussetze, dass man das beherrscht, weißt du, das mache ich mir gar keine Gedanken, weißt du, das ist bei mir ja in Fleisch und Blut übergegangen, ne? Aber trotzdem, auch das kann auch mal passieren, dass man vergisst, den Bügel aufzumachen, ne? Ja, zwei Bleie sind auf einmal, es wurde dann plötzlich so leicht und ich habe auf den Einschlag des Bleies gedacht, Mensch, das ist aber weit, sehr weit, das ist aber sehr, sehr weit und dann merkt man, okay, das Blei ist weg. Also auch die Running Booms, da kann ich auch nicht mehr alle zurückgeben, muss ich sagen. Naja, das ist kein Problem. Aber was ich auch gelernt habe, du hast mir Gummifische gegeben. An der Schlei ist Gummifischverbot. Ja? Ja, darfst du nicht. Ach was. Mit Gummifischen darfst du an der Schlei nicht angeln. So, jetzt habe ich dir mal was beigebracht. Ja. Im Ernst? Ja. Also ich weiß doch, dass die Leute da vorne, wenn die da auf früher auf Dorsch geangelt haben und alle angeln noch an Gummifischen. Naja, als das noch Dorschangeln erlaubt war, bis vor 2 Jahren, ne? Ja? Ja, ja. Okay, dann auf alle Fälle stand ich an der Stelle, wo bis mit Gummifischen. Wo habt ihr denn im östlichen Teil oder im westlichen Teil der Schlei geangelt? Ich glaube, es war im östlichen Teil. Also in Richtung Kappeln. Ja, genau. Ja. Da waren wir, da standen wir und da war es verboten. Aber egal, auf alle Fälle, was ich auch sagen wollte, ist, ich habe jetzt auch mitgekriegt, wie kompliziert das erstmal ist, bis du eine Genehmigung da hast. Also an jede Stelle, wo du gehst, musst du dich erstmal informieren, wem gehört das Gewässer. Ja. Zum Glück gibt es da eine App, die ich mir runtergeladen habe. Da kriegst du dann so eine Tageskarte relativ easy auf dein Handy. Aber das musst du erstmal alles wissen. Das heißt, du brauchst, wie du schon mehrfach gesagt hast hier, du brauchst eine Angelerlaubnis. Ich habe ein bisschen Urlauberangelschein geholt. Und dann brauchst du eine Tageskarte für jedes Gewässer. Das kostet dann immer zwischen 8 und 15 Euro so ungefähr. Genau. Und dann steht aber auch in der App bei jedem Gewässer dran, was darf gefangen werden, wann sind wo Schonzeiten und was ist erlaubt und was nicht erlaubt. Es ist schon
Man muss schon aufpassen. Absolut. Also wie gesagt, du musst dich immer neu informieren, weil auch immer die Maße sich oft ändern. Also die Schonmaße der Fische, dann gibt es Gewässer mit Entnahmefenster, dann gibt es eben, der Barsch hat kein Mindestmaß oder hat ein Mindestmaß, der Hecht hat eine Schonzeit, der Zander hat eine Schonzeit. Jetzt, guck mal, in Hamburg brauchst du eine Abhakmacke, gummierten Kescher. Also du bist mit einem Bein, bist du schon immer straffällig, weißt du, wenn du dich nicht hundertprozentig informierst. Dieser gummierte Kescher ist dafür da, dass der Fisch sich nicht verletzt. Ja, genau. Was also soll dann verhindern, dass sie also die Schleimschicht am Fisch nicht leidet. So, dann habe ich die Angel zusammengesteckt bekommen, haben wir zusammen gemacht, dann war sie fertig, dann habe ich ein paar Mal geworfen und dann habe ich irgendwann gesagt, nach 20 Mal werfen, alles klar, jetzt kann ich auch den Wurm drauf machen. Und auch dieser Wurm, den Wurm drauf zu machen, ist ja eigentlich immer relativ einfach. Ja. Aber auch da muss man ja was beachten, ne? Das ist ja nicht so einfach Wurm drauf und tschüss. Naja, wie gesagt, erstmal gibt es ja unterschiedliche Würmer. Ne? Dendrobena, wie heißen die? Dendrobena. Wir waren im Baumarkt, nachdem wir im Garten, wir haben im Garten gegraben und die Würmer waren zu klein und das haben wir gemerkt. Also wir hatten zwar welche mit und dann sind wir frustriert und gesagt, komm, wir holen im Baumarkt noch welche. Ja. Warte mal. Als du mir erzählt hast, du wolltest mit dein Kumpel wolle mit dir an der Schlei Zander angeln. Mhm. Das war ja die Ausgabe. So habe ich das beschrieben? Ja. Okay. Ne? Und da habe ich gesagt, an der Schlei Zander angeln, also und dann über Tag, also das ist mir so ein bisschen suspekt. Versuch du lieber mit dem Wurm, dann kannst du vielleicht mal einen Barsch, einen Aal, einen Brassen, ein Rotauge oder ähnliches fangen, damit du überhaupt mal das Erfolgserlebnis hast. Mhm. Ne? Ja, du solltest recht behalten. Du solltest definitiv recht behalten. Also, nochmal zurück zu dem Wurm. Wir haben uns also Würmer gekauft und man muss ja, habe ich jetzt auch gelernt, die Würmer ja, wir hatten einen erfahrenen Angler dabei. Mm-mm. Also wir haben jemanden, der gerade kurz vor der Angelprüfung steht. Mm. Ich und einen Erfahrenen. Mm. Das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Kombination, dass man immer jemanden fragt. Und der sagte, den Wurm so drauf, dass der hinten noch ein bisschen sich bewegen kann, dass der nicht zu sehr auf die Schnur geht. Und das ist ja schon eine Wissenschaft für sich, habe ich festgestellt. Also ganz wichtig ist, also egal mit welchem Köder du angelst, die Hakenspitze muss immer frei sein. Als ich mal als Kind angefangen bin zum Angeln, da haben wir immer versucht, den Haken im Wurm zu verstecken, also so aufzuziehen, dass man den Haken gar nicht sieht. Nicht? Also die Hakenspitze muss frei sein, der Fisch kennt ja keinen Angelhaken, nicht? Damit er auch richtig schön greifen kann. Und wie gesagt, da kommt immer auf die Größe der Würmer an, weißt du, guck mal zum Beispiel, Wattwürmer, die werden eigentlich immer ganz aufgezogen, weil die sehr weich sind, die fliegen dann im Wurf auch weg. Das sind so Sachen, und Tauwürmer, die steckt man bloß ein-, zweimal durch, dass die, wie gesagt, noch sich bewegen. Dendrobena sind sehr zähe Würmer, dem muss auch immer das Schwanzende, also immer frei sein von der Hakenspitze. Dendrobena gibt es ja in allen Größen, die gibt es relativ klein und groß und mittelgroß und ähnlich was. Das ist also. Aber im Grunde genommen auch diese Grabewürmer, wenn du einen Garten hast und kriegst Würmer, was so, die sind ja eher blass. Mhm. Es gibt ja da unterschiedlichste Würmer, aber auch die funktionieren. Also Wurm ist eigentlich der Top-Köder schlechthin, egal in welcher Form. Mhm. Ne? Und dann, also wenn man rausgeworfen hat, also erstmal muss man ja auch gucken, wie viel Blei nimmt man grundsätzlich. Ne? Ja. Dann steht ja auch auf der Angel ein gewisses Maß dran, was die Angel auch verträgt. Mm. Ich wollte ja die Angel, die auch ganz zurückbringen. Ne? Also. Ja, die hat das Wurfgewicht, das ist immer so eine Zirkelangabe. Ne? Man kann auch vielleicht mal ein bisschen schwerer rangehen oder ähnliches, was du, aber du sollst ja die Rute aufladen und das Blei rausschießen, wenn du weit werfen willst. Kommt ja immer darauf an, was du, wenn ich, guck mal, wie ist das Gewässer beschaffen? Muss ich da 50 Meter werfen, 20 Meter, 10 Meter werfen? Ist vorne Schilf, ist Kraut und alles? Guck mal, wenn du das Gewässer nicht kennst, die Fische, was so zum Beispiel, werden die oft überworfen. Die Fische halten sich ja zum Beispiel bei dieser Hitze, die wir im Augenblick haben, eher im ufernahen Bereich auf. Also was, wenn ich irgendwo eine Schilfkante oder ähnliches hätte, dann würde ich immer so kurz vor die Schilfkante werfen, ne, wo die Fische sich jetzt im Augenblick aufhalten, nicht unbedingt im Freiwasser. Und wenn große, flache Gewässer haben, die Schlei ist ja vorne also relativ flach, dann musst du schon ein bisschen weiter werfen, um auch ausreichende Wassertiefe zu kriegen. Ne? Also der erfahrene Kollege, der sagte, da hinten in 40, 50 Meter ist wäre angeblich eine Kante. Ja, das ist da, schon mal. Da galt es, das immer zu treffen. Ja. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber ich habe zumindest, und da muss man ja sagen, es ist ja wie beim Golfspielen, manche
manche Schläge beim Golf, die gehen einfach ab. Da meinst du, dann merkst du, du hast diesen Golfball richtig getroffen. Ja. Und das ist bei der Angel ähnlich, wenn man wirft. Ja. Ne? Genau, also der richtige Zeitpunkt, was du, wann du durchziehst, wann du den Finger aufmachst, was du, dass das Ding rausschießt. Manchmal gehen die Würfe ganz nach oben, steil in die Luft und ähnliches. Aber wie gesagt, das sind Erfahrungswerte. Ne? Guck mal, ich habe meinen Freund Huber, mit dem ich immer zum Aalangeln gehe, der hat so einen eigenartigen Wurfstil und den kann er sich auch nicht ablegen. Und wenn es auch darauf ankommt, weit zu werfen, ne, dann hat er nie eine Chance. Weißt du, er schafft nie die Weite wie ich. Weißt du, ich mache einfach den normalen Überkopfwurf, also so gerade rauswerfen. Gerade Arm, wurde mir gesagt. Ja, ja. Mhm. Ne, nicht eingeknickter Arm, schön ja, die Arme gestreckt und schön durchziehen, und wenn du weit werfen willst. Ja. Ne, da kommt es drauf an. Ne. Jetzt willst du natürlich wissen, was ich gefragt habe. Ne? Also sag mir es mal so. Ich hätte beinahe 2 Fische gefangen. Weil ich glaube, zweimal es wurde mir der Wurm abgeknabbert und ich habe zu spät angeschlagen. Ich hatte so eine Angelklingel. Aalglocke. Richtig, Aalglocke hatte ich. Und die ist dann einmal sprungartig hochgegangen. Ich war zu spät an der Angel und konnte nicht den Anschlag setzen. Ich glaube, dann war er wieder weg. Das ist zweimal passiert, aber ich habe keinen Fisch gefangen. Ach so. Also die Fische haken sich auch oft selbst. Also nicht, also guck mal, gerade wenn du so auf Aal angelst und ähnliches, was so, da kannst du auch mal sagen, der Anschlag wird dann auch oft überbewertet. Was so, entweder er sitzt oder er sitzt nicht, sonst verlierst du ihn wieso im Drill. Nicht? Mhm. Und der Anschlag ist eigentlich nur dazu da, um den Haken nochmal richtig zu setzen. Nicht? Aber so gerade bei Aalen oder Brassen oder Rotaugen oder ähnliches, die da bei euch wohl gebissen hätten, also da kann es schon sein, dass er sich auch selber hakt. Nicht? Weißt du, manche machen dann ja auch so einen gewaltigen Anschlag, weißt du, dass dann der Fisch gleich mit aus dem Wasser fliegt. Das, ne? Kommt ja immer darauf an, welche Schnüre ich drauf habe. Guck mal, du hattest, glaube ich, eine geflochte Schnur auf der Rolle. Mhm. Da kommt der Anschlag besser durch als bei einer monophilen Schnur. Ne? Und haben deine Kollegen denn was gefangen? Wir haben eine Aal. Wir saßen von 8 Uhr bis 3 Uhr nachts. Ja. Oha, die beste Angelzeit habt ihr dann hier mitgenommen. Und wir haben einen Aal gefangen. Mhm. Ja, das ist die Realität, ne? Ich weiß nicht, ob ich das nochmal aushalte. Ja, aber da muss man durch, ne? Ja. Das ist einfach so. Ja, du, ich meine, wenn ihr nur schönes Wetter hattet und du hast auch Kollegen mit zum Schnacken. Herrlich, und ihr hattet ja auch nur jeder eine Route. Wie viele Routen sind da erlaubt? Das weiß ich gar nicht, aber der Kollege, der es kann, der hatte 2. Ja. Ich hatte eine und mein Kumpel Hauke hatte auch eine. Ja. Wir haben also der Profi hat ein Aal gefangen und wir sind leer ausgegangen. Aber ich habe zumindest das Gefühl mal gehabt, dass jemand an einer Angel war und den Köder abgebissen hat. Und war der Aal maßig, den ihr gefangen habt? Ja, der war glaube ich 55, 60 irgendwie. Ja, der war schon. Also vernünftiger Aal. Den hat er mitgenommen. Ja. Genau. Ja. Und auch da gibt es ja die unterschiedlichen, jeder Fisch muss ja unterschiedlich getötet werden, oder nicht jeder, aber du tötest ja einen Aal anders als einen Plattfisch, anders als einen Dorsch, oder es ist ja alles. Ja, also Aal zu töten ist schon relativ schwierig, weißt du, weil die leben ja auch noch, nachdem die schon Herzstich oder das Genick gebrochen hast, es gibt ja so richtige Aaltöter, mit denen du das Genick den Aalen brechen kannst, und das ist ja, kommt ja, wie ich den Aal verwerten will, was, wenn ich ganz sicher sein will, dass er tot sein soll, kann ich eine Kopf abschneiden, ne, betäuben und Kopf abschneiden, ne, aber dann kann ich ihn nicht mehr räuchern, ne, also, weil da kommt ja, wenn ich ihn räuchern will, muss der Kopf dranbleiben, nicht, und ja, warum eigentlich? Ja, da kommt ja die Räuchernadel nachher durch, du musst ihn ja aufhängen, ach nicht, so. Und irgendwo, was du, guck mal, und gleich hinterm Kopf steckst du ja meistens deine Räuchernadel oder deine Räucherhaken durch, man konnte ihn auch ohne Kopf, aber der Kopf ist einfach dran, guck mal, wenn du die Haut abziehen willst, müsstest du auch den Kopf dran lassen, was du, weil du ja was haben willst, wo du anfassen kannst, wo ihn dann hier nackig machen kannst, also die Haut runterziehen, was ich habe zum Beispiel gerade, Achso, wir haben in der letzten Folge für Hut und Raus, da haben wir Brataal gegessen. Weißt du, habe ich mal gezeigt, wie man einen Aal abzieht. Ne, das muss man ja auch beherrschen, weißt du, dass man. Und da musst du eben normalerweise den Kopf dran lassen, weil du da den anfasst und von da aus ziehst du dann runter wie so ein Karnickel das Fell ab, weißt du. Ne? Genau, hast du hier im Podcast auch schon mal erzählt. Also, mein Fazit: Angeln, man muss aufpassen, an welchem Gewässer man sich befindet. Da muss man immer gucken. Man kann einfach nicht einfach irgendwo hingehen. Oh, hier ist aber schön und los geht das. Wichtig ist auch, ich glaube, wir haben eine falsche Stelle gehabt. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie
Ja, ich sag, wie gesagt, als du sagtest, die Schlei und Zander, was, so war ja eigentlich die Prämisse. Und da habe ich gedacht, Mensch, die Schlei ist ja relativ lang und breit und ich weiß eben, dass sie sehr schmal ist und viel Schilfgürtel hat, was du kannst dann eigentlich immer nur auf irgendwo von Badestränden, wo ein bisschen Sand ist und ähnlichem angeln. Und dann das ist vorne sehr flach. Also wie gesagt, da musst du schon 50, 60 Meter werfen, um da so eine kante Struktur im Wasser zu kriegen, wo die Fische sein könnten. Gewässerkenntnis, also die erarbeitet man sich. Nicht darum, was, wenn ich jetzt, guck mal, mir geht es ja ähnlich. Wir drehen jetzt demnächst in der Weser, das ist ein Gewässer, das ich auch nicht kenne. Ne? Und da muss ich mich jetzt ein bisschen vorbereiten. Guck mal, da werde ich mir meine Heavy Feederhute, weil die Weser ist ja sehr schnell fließend. Also, das haben wir viel Regen gehabt, nicht. Also, das sind alles solche Dinge. Wie schwere Bleie muss ich mitnehmen? Wie schwere Futterkörbe muss ich mitnehmen? Also, wir wollen dann mit der Schnellfischrute fischen. Das sind alles auch so Sachen, die, also, wenn du das Gewässer noch nicht kennst, das angeln kann ich, aber wie gesagt, das sind dann immer wieder neue Herausforderungen. Guck mal, und wenn du da schleppst, packst du das Auto voll, weißt du, weil du weißt jetzt einfach nicht, wie es da ist. Nicht? Und da deswegen, und dass man, also so gerade in solchen Gewässern, die können dann auch sehr hängerträchtig sein, was du, guck mal, so in der Schlei besteht eigentlich keine Gefahr, da machst du dann eben Anfängerfehler, dass du die Hute überlastest oder den Bügel nicht aufmachst beim Werfen, aber sonst ist das eigentlich ein easy Gewässer, nicht? Und darum sage ich immer, wiederhole ich immer wieder, für Anfänger, die auch mal Erfolgserlebnis haben, sollten erstmal mit Friedfisch anfangen, weißt du, nicht gleich da mit einem kompletten Gerät, mit Gummifisch oder ähnlichem auf Zander, sondern versucht erstmal zu stippen, so wie wir früher mit der Kopfrute oder ähnlichem, weißt du, und so an schmalen Gewässern, und dann beißt auch mal ein Rotauge und Brassen, kann auch mal eine Schlei beißen oder ähnliches, weißt du, dann hat man Erfahrungswerte und so arbeitet man sich voran. Und das ist eben die Krux bei der Sportfischerprüfung. Du lernst Gesetzeskunde und alles Mögliche, weißt du, aber wie du dich in der Natur bewegst, was, wie man eine Route zusammenstellt, ne? Lernst du ja in der Regel nicht. Das muss dir immer jemand zeigen. Ich habe das schon erlebt, weißt du, dass die Leute die Schnur nicht durch die Ringe richtig ziehen und einen Ring vergessen. Oder auch, also zum Beispiel unten ist manchmal eine Hakenöse, wo du eigentlich den Angelhaken oder seinen Köder einhängen sollst. Da fädeln sie dann schon die Schnur durch, dann kannst du gar nicht mehr werfen. Nicht? Oder die Schnüre sind zu dick oder zu dünn und alles. Das muss alles erstmal. Also Angeln ist, kann ganz einfach sein, aber ich sage immer, nicht gleich mit dem Schwierigen anfangen. Also wie dein Kumpel da Gummifisch. Hauke wollte den Zander. Ich habe gesagt, nee, das ist Friedrichshangeln. Nein, ist ja in Ordnung. Und Zanderangeln bringt ja auch Spaß. Was, aber guck mal, meine Kollegen fragen mich jetzt auch, was, wir haben ja bei uns ein wunderbares Zandergewässer, aber jetzt gerade, was, wir haben ja nun auf einmal Hochsommer. Ne? Also da ist eine Wahnsinnshitze. Da man selber versucht Schatten und will sich nicht in die pralle Sonne setzen, und deswegen brauchst du da eigentlich gar nicht zum Angeln gehen, denn höchstens in den frühen Morgenstunden oder die Abend- und Nachtstunden. Jetzt Aalen. Ne? Das ist so jetzt, die je heißer das ist, desto besser ist das, Aale zu angeln. Weißt du? Also wenn jetzt ist so die Aalzeit. Ne? Ja, warum? Ja, komischerweise, wenn das so richtig schön warm ist, weißt du, dann haben die Fische wahrscheinlich mehr Hunger oder Stoffwechsel, was so, fressen mehr. Also ich habe, wenn so ein brütender, heißer Sommer war, weißt du, so, das sind schon die Gräben viel Wasser verdunstet und ähnliches, was so die Ufer schön trocken und fest sind, dann habe ich die besten Aalnächte gehabt. Ne? Dann rutscht man noch nicht so leicht rein. Ja, ja. Naja, da, wie gesagt, da kommt, eins kommt dann hinzu, weißt du, wenn, dann hast du natürlich immer noch die Mückenplage dazu. Nicht? Also wenn jetzt, oh ja, ne, da, die kommen dann auch noch dazu. Aber das sind auch Sachen, die man, an die man denken muss. Ja? Also es geht ja nicht nur darum, dass ich meine Angel zusammenstecke, sondern so, was passiert denn nicht außen rum? Also eine Kiste Bier war schon in der Schleide. Also wir hatten kalte Getränke, hatten wir auf alle Fälle. Ja. Aber Mücken, ja. Du musst ja, wenn die Sonne untergeht, was sehen. Wir hatten zum Glück Kopflampen an, ja, die denkt man ja nicht vorher. Ja, 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 ich schon. Ja, also, ja, aber als Anfänger, ja, so, ja, ne? Ja, 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 klar. So. Und dann musst du dir eine Sitzgelegenheit. Und oh, habe ich gekauft für 10 Euro, gab es im Angebot. Wir hatten zwei Supersitze. Ja, also wie gesagt, also das sind alles so Dinge. Ich sage ja, man kann ja alles lernen, ne? Aber du musst eben mit Überzeugung dabei sein, weißt du, also jetzt so notgedrungen. Und ich sage immer, also mein Bruder, der ist mit mir einmal zum Angeln gekommen, das hat für ihn fürs ganze Leben gereicht, weißt du, und der hat mich nachher drum gebeten, weißt du, ich wollte die ganze Nacht durchangeln und er wollte mit Gewalt nach Hause. Ich sage, nee, du musst schon durchhalten, also vom Hellwerden fahren wir nicht nach Hause, ne? Und das hat ihn gelangt, weißt du, der
ist da einfach nicht für geboren. Und man, gut, was, wenn alle Leute angeln würden, was, dann hätten wir ja gar keinen Platz am Gewässer. Ne? Also das muss schon, es gibt ja genug Angelverrückte und auch fanatische Angler. Also es gibt eben alles, wie im wahren Leben. Ne? Und was ich ja auch immer so spannend finde, ist, wenn man zu dritt dann da geht, man hat ja tatsächlich, ja, es ist langweilig, wenn man nichts fängt, wenn da nichts passiert. Also man redet immer, dann holt man mal vielleicht ein anderes Gewicht raus oder eine andere Stelle und dann. Nein, also wie gesagt, man muss dann einfach Ausdauer haben. Guck mal, deswegen habe ich ja gesagt, versuch du erstmal mit Wurm, was du denn, wie gesagt, du hast ja auch zwei Bisse gehabt, und wenn schon mal die Aalglocke hochschlägt, dann ist das ein gutes Zeichen. Es gibt natürlich auch, ich will jetzt nicht die Freude nehmen, es gibt auch Schnurschwimmer. Ne? Es kann ja mal sein, dass jemand durch deine Schnur schwimmt und die Schnur mit runterreißt oder ähnliches. Und Fallbisse oder ähnliches, was, und wie gesagt, und hat eben das Pech gehabt, dass die Fischer sich nicht selbst gehakt haben, denn oft bist du ja gar nicht dabei, gerade wenn mit zwei Ruten Fisch oder ähnliches, gerade beim Aalangeln haken sich die Fische oft von alleine, ne, weil die dann schon schlucken. Und viele angeln ja jetzt auch so mit offenem Bügel zum Beispiel, was, dass der Fisch erst Schnur ziehen kann, dass er nicht gleich in die Aalglocke schlägt, was, oder so Durchfalle, dass man ihnen ein paar Meter Schnur gibt, dass er erstmal abziehen kann, was so, und sich dann selbst, es gibt die Selbsthakenmontage beim Karpfenangeln, da haken die Fische sich selbst, dass das Blei so schwer gewählt, dass sie sich von alleine haken. Und heute die neuen Haken oder die modernen Haken, die sind alle messerscharf. Nicht? Also deswegen kann das da schon passieren. Nicht? Und was man auch, was ich auch erlebt habe, man macht sich immer so Vorstellungen, was passiert da gerade unter Wasser? Mm-mm. Also man hat immer so in Gedanken, wer schwimmt da jetzt gerade um meinen Köder rum, was passiert da? Wird der angeguckt, angeknabbert? Ja, darum, was, ich habe ja nun dieses normale, simple Grundangeln gemacht, was, deswegen ich persönlich finde. Das war sehr einfach eigentlich. Ja, ist ganz simpel, ne? Aber was ist so, jetzt schön mit der Pose angeln, da gibt es ja jetzt so Leuchtposen, Knicklichtposen, dann siehst du, was, das Licht auf dem Wasser tanzen, dann siehst du auf einmal, wie die Pose wandert, was, gerade beim Aalangeln, so die Möglichkeiten gibt das ja auch, nicht? Und dann hast du ja so einen Fixpunkt, auf den du immer guckst. Ich bin jetzt gerade dabei und mache meine Fiederhuten klar da für die Weser, und dann wählst du die unterschiedlichen Spitzen aus, was, das geht, zu einer Fiederhute gehören in der Regel immer drei unterschiedliche Spitzen, die zeigen, das sind die Bissanzeichen. Das ist praktisch die Pose. Ne? Wenn die Spitze sich bewegt, dann weißt du, da ist ein Fisch dran oder zieht die durch. Ne? Und wenn die Spitze zu steif ist, kann sie sich nicht bewegen. Ist sie zu dünn, kannst du keine schweren Gewichte wählen. Also das sind alles so Fakten, die lernt man mit der Zeit. Nicht? Und da bereitet man sich dann drauf vor. Ne? Es war trotzdem, es hat Spaß gemacht. Ja, ja. Also wie gesagt, auch wenn du nochmal, du hast ja gesehen, wir sind ja schon mal gemeinsam zum Stippen gefahren, hier bei uns an die Kugeln, da beißt was, da hast du dieses Gefühl, dass die Rute, dass sich da auf der anderen Seite irgendwie was bewegt, und da, das muss dich dann anfixen. Was, und wenn du das jetzt nicht hast, ich war ja jetzt in Norwegen, da waren komischerweise diesmal auch ein paar Frauen mit, also Ehepaare, da war eine Frau, die hatte noch nie geangelt, die hat den ersten Halbwurm im Leben gefangen, die war so happy, nicht, und die ist jetzt angefixt, die fehlt wahrscheinlich wieder zum Angeln. Ne? Wie war es denn eigentlich? Super. Wir hatten also, ich war ja jetzt fast 3 Wochen da, und wir hatten durchgehend gutes Wetter, also für norwegische Verhältnisse. Wir konnten immer fischen. Wir hatten eigentlich gar keinen Sturmausfalltag, mal ein bisschen Regen, aber dafür kann man sich anziehen. Und Fische waren da. Also, wer ein bisschen angeln konnte, auch da. Bei der Menge von Anglern, da kommen welche an, habe ich mit den Ohren geschlackert, mit Ostseegeschirr, so, als wenn sie viel früher wie auf der Ostsee mit 2 Beifängern, Pilger gepilgt, und dann fangen sie eine Doublette Dorsche, auf jedem Beifänger hat ein Dorsch gebissen, und die dreht er hoch oder kommt von hinten halber drüber, hoch, beißt drüber, erledigt, ne? Alles weg. Alles weg, ja. Das kann nicht. Also du musst das Gerät schon so zusammenstellen, wie gesagt, wenn du jetzt Dorsch angeln willst, aber wie gesagt, da kann eben auch da dieser Zufallsfaktor, nicht? Viele von diesen hochbegehrten Heilbutte werden als Zufall gefangen, du drehst deinen Köder hoch. Und dann sieht man den, dass der noch da hochkommt. Der kommt oft, da kommen, also viele, wir sagen Verfolger, oft hast du das, du hast einen Fisch an der Angel. Das Spektakulärste, was ich da oben gesehen habe, Jochen, ist jetzt kein Angler-Latein. Da hat ein Angler einen 1,36 Meter großen Heilbutt. Ich messe ja da die Fische immer, für die Wertung. Der hat einen 1,36 Meter großen Heilbutt gefangen.
Ja. Und während der Landung, während er den der Drill, den kannst du ja nicht ohne Wasser ziehen, kommt wie aus dem Nichts ein weitaus größerer Heilbutt und verbeißt sich zweimal in den 1,36 Meter Heilbutt im Schwanz. 1,36 Meter ist ja. So. Ja. Und da kommt noch ein Fisch, der. Der größer ist und der dich bei dem in Schwanz verbeißt, was weißt du, dieser Schwanz, die Heilbotte, die haben nur so feine Zähne, also keine Haizähne, den konntest du eindeutig die Verletzung am Schwanz feststellen. Der hat ja den rausgekriegt, den 1,36 Meter Heilbotte, den großen natürlich nicht. Und das sind also dann so Zufallsbisse, was weißt du, und so hast du auch manchmal, was weißt du hast einen Dorsch dran, drillst den hoch und dann kommt ein Heilbotte hinterher und verbeißt sich in den, nicht? Deswegen angeln ja auch viele so mit Überbeißer und ähnlichen Montagen. Aber wie gesagt, du musst das Gerät, das sind aber so Zufälle. Also so, wenn wir jetzt gezielt auf Heilbutt angeln, stelle ich eben mein Gerät zusammen, dass falls einer beißt, ich dann auch die Chance habe, ihn rauszukriegen. Ne? War der dicke Fisch noch da dran oder konnte man den rausholen mit dem Haken? Haben die gefilmt. Nein. Die haben das dann gefilmt, dann hat der Fisch wie gezerrt. Wie groß war der gezerrt. Dann? Also die schätzen ihn auf weit über 2 Meter. Ne? Und es ist ja der größte Heilbutt, der im letzten Jahr bei der Veranstaltung gefangen wurde, der ist nachgemessen, war 2,20 Meter lang. Ne? Mhm. Aber die, also diese Fische holen wir ja nicht mehr ins Boot, die werden dann nur so draußen gemessen. Deswegen, guck mal, dieses Revier, wo wir jetzt eben waren, das ist eben ein Heilbutt-Revier, also die viele Leute träumen davon, mal einen Heilbutt an den Angel zu kriegen. Aber der Brotfisch ist nach wie vor der Seelachs, der Pollack, also die Leute, die mal sagen, ihre 18 Kilo Filet mitkriegen wollten. Und diesmal war es eben so, dass da sehr viele große Seelachse waren. Guck mal, das ist da auch wie im wahren Leben. Da sind Lotten, das sind so Heringsarten, kleine Fische, das ist so die Hauptnahrung der Fische, in großen Schwärmen reingezogen. Und Heringe. Und mit denen ziehen die Räuber. Also das ist ja für die wie ihre Küche. Die schwimmen mit den, mit den Schwärmen mit und beißen dann. Weißt du? Und auch für die Leute, die weniger Erfahrung haben, ist natürlich dann die Angelei auf diese Seelachse. Weißt du? Und die waren im Schnitt alle 1 Meter. Ne? Und das sind so kampfstarke Fische. Die kämpfen bis zum letzten Atemzug. Die verausgaben sich so doll, dass sie dann anschließend sterben. Also die musst du schon entnehmen und dann verwerten. Nicht? Und die waren unsere Brotfische. Da haben die Leute sich dann die Kisten mit vollgeknallt. Nee. Bringt schon Spaß und das kannst du auch mit relativ leichten Gerät, mit Ostseegerät, was du mit so einem 100 Gramm Pilger, nee, angelst du über 300 Meter tiefem Wasser das, nee, also, und wirfst dann Pilger raus und wartest einen Augenblick, gefühlt mal sagen, je nach Gefühl, dann machst du den Bügel zu und fängst an zu kurbeln. Nee, und dann drehst du den Pilger nur hoch von unten, weißt du, und auf einmal sagt er knack und dann reißt die Schnur, die Schnur von der Rolle, dann geht das Ganze rückwärts. Nee. Aber ohne respektlos zu sein, aber das hört sich auch nach einer einfachen Methode an. Ja, ist es, wirklich. Ne? Ne, ihr müsst eben Ausdauer haben. Ne, ist wirklich du angelst, es kann ganz einfach sein. Weil du lässt es einfach nur runter und wartest auf den Biss. Also du holst es. Ja, und drehst den wieder hoch. Das nennt sich Speedpilken, weißt du, also und das machst du vielleicht 50 Mal ohne und beim 51. Mal knallt das, weißt du, und dann treibt sich der Fisch nur von der Rolle. Also wie gesagt, Angeln ist kein Hexenwerk, aber auch diese Heilbutt-Angelei, weißt du, wir angeln ja heute teilweise mit totem Köderfisch am System mit so einem Zirkelhook, weißt du, da hast du nur die Rute und achtest darauf, dass du den Köder immer circa ein paar Meter über den Grund einfach hast. Und deswegen brauchst du zum Heilbutt-Angeleien brauchst du Drift. Das Schiff muss treiben, weißt du. Und das entweder ist das Wind trifft oder Ebbe oder Flut. Weißt du? Wenn du nur auf dem Punkt stehst, dann bringt das nichts. Dann musst du werfen. Ne? Dann kannst du auch werfen auf Heilbutt. Wir haben, Jochen, wir machen ja viel Spaß angeln. Weißt du? Wir haben an einem Tag mal nur mit leichtem Gerät 15 Heilbutte gefangen in kurzer Zeit. Alle so. Der Heilbutt hat jetzt ein Mindestmaß von 84 Zentimeter in Norwegen. Da waren vielleicht 2, 3, die dieses Maß hätten. Die anderen waren dann 60 Zentimeter oder 50 oder 70 Zentimeter. Aber was die an der Angel zu haben, bringt einen Wahnsinn Spaß. Ne? Und dabei haben wir, guck mal, dadurch, dass wir keine Dorsche mehr in der Ostsee haben, dann sind wir in so eine Sandbucht gefahren, die ist so zwischen 6 und 12 Meter tief. Nicht? Und da waren viele Dorsche, die normalen Ostseedorsche zwischen 60, 70, maximal vielleicht 80 Zentimeter. Und da habe ich zu meinen Kollegen gesagt, ich sage so, Leute, pass auf, ich knall mir jetzt eine Kiste voll Dorsch, ich fange ja keine Dorsche in der Ostsee mehr, darf die nicht. Und das sind so die normalen Ostseedorsche, die ich persönlich selbst am liebsten esse. Weißt du, die lassen sich wunderbar filetieren, weißt du, sind schöne, schiere, saubere Fische, haben keine Nematoden, keine Würmer gehabt
Und dann habe ich da mir meine Kiste voll mit Dorschen geangelt, die nachher sauber filetiert, eingefroren und weggepackt und habe dann eben meine 18 Kilo Fischfilet wieder mitgebracht nach Deutschland. Ne? Du strahlst gerade so. Naja, wie gesagt, ich habe ja mittlerweile dadurch, also auch jetzt wieder eine Bekannte von meiner Frau, die hat ihren Gefallen getan, da hatte der ein Paket Fisch mitgegeben. Die hat gesagt, sowas hat die noch nicht gegessen, weißt du. Ne? Und also da ist, Fisch ist ja mittlerweile so teuer geworden, so ein begehrtes Lebensmittel und frischer und nachhaltiger als den Fisch, den du selber geangelt hast, selber gekehlt hast, schön ausgeblutet, sauber filetiert, der eben nach 4 Stunden schon irgendwo auf dem Froster liegt, gibt es dann eben nicht. Ne? Das heißt, jetzt warst du 3 Wochen in Norwegen, jetzt ist erstmal gut, ist schon die nächste Norwegen-Reise wieder? Ja, ich fahre jetzt im Juli nochmal, aber da machen wir nur 8 Tage, weißt du, da stellen wir ein neues Revier vor, da wollen wir mal so Tiefseeangeln machen in Risøyhamn, heißt die Anlage, und das ist, da wollen wir mal an der Schelfkante, weißt du, du hast ja Norwegen, diese vorgelagerten Scheren, und irgendwann kommt die Schelfkante und dann geht das runter bis weiß ich was, und da wollen wir dann mal das Revier testen. Und aber machen. Das ist doch immer schön, glaube ich, ein neues Revier nochmal zu sehen, und ja. Oder ist das anstrengend? Nein. Also wie gesagt, du informierst dich vorher, weißt du, guck mal, du weißt, wenn das Wichtigste ist heutzutage, guck mal, du hast ja Kartenplotter, du hast Navigation an Bord und du guckst dir vorher die Seekarte an, was und du weißt, was guckst du. Du musst Hindernisse im Meer suchen, unter Wasserberge, Rinnen oder ähnliches, weißt du. Und jedes Hindernis bringt Fisch. Guck mal, wir waren jetzt, wir machen ja so betreutes Angeln da am Salztraum und dann machen wir eine gemeinsame Ausfahrt in ein Seegebiet, indem wir hoffen, dass alle Leute ihre Fische fangen. Wir hatten aber traumhaftes Wetter. Also wie wir im Augenblick, kein Wind, keine Strömung, keine Drift. Und die Boote sind da rumgedüppelt. Da fing gleich die Frau ihren Heilboot. Da wurden natürlich auch Fische gefangen. Aber es war eben sehr zäh. Und da haben mein Kumpel und ich gesagt, komm, was soll's, wir haben keine Strömung. Wir angeln jetzt mal schön auf Rotbarsch. Jochen. Und ich hatte, also es gibt ja Elektrorollen und Stationärrollen und Multirollen und ich hatte eben zum Tiefseeangeln ist eigentlich eine Elektrorolle von Vorteil. Ne? Aber hatten wir eben nicht mit und ich habe mit meiner Multirolle dann, eine große, stabile Multirolle, haben wir dann auf Rotbarsch geangelt, so in 160 Meter Wassertiefe. Ne? Dann haben wir Rotbarsche gefangen. Das war eine wahre Freude, weißt du, das ist also teilweise 4, 5 dran und die habe ich dann alle mühsam mit der Hand auf dieser großen Tiefe, du bist nachher fix und fertig, aber wenn du dieses neue Gold, was du diese wunderschönen roten Fische siehst und dann die an der Kette manchmal hochkommen, 4 auf 5 oder so, dann hast du das Yachtfieber, dann vergisst du, wie schwer das ist. Du hast hier unten mindestens 500 Gramm Blei dran und dann nochmal 6 Haken mit Ködern und dann, wenn die besetzt sind, alles, weißt du, dann musst du schon richtig pumpen. Und wenn du ganz viel Pech hast, dann steigen, während du hochdrehst, die Seelachse, die stehen ja in allen Wassertiefen. Und wenn die dann noch ein paar Seelachse dazu steigen, dann musst du nur noch pumpen. Ja, das ist schon körperlich die Höchstanstrengung. Dann, ne? Aber macht man ja gerne. Ne? Horst, vielen Dank für die Folge. Ein Wort noch, du drehst nächste Woche mit Heinz oder darfst du nicht verraten? Doch, wir drehen an der Weser. Die Weser ist ja lang und groß. Weißt du, wir drehen noch eine Folge. Heinz sitzt, glaube ich, gerade im Schnitt, bereitet die anderen Folgen vor. Die neue Staffel beginnt ja am 7.7. um 16 Uhr am NDR Fernsehen, 16 Uhr. Da werden die ersten 3 Folgen gesendet, also die wir schon abgedreht haben. Hochinteressant. Wir haben unter anderem ja in der Justizvollzugsanstalt geangelt, also Angeln hinter Gittern. Und bin mal gespannt, wie das ankommt bei den Angeln hinter Gittern? Ja. Ich glaube, das hast du mal erwähnt hier im Podcast, genau. Ja, und die Folgen, die kommen jetzt, also im Juli, mal sehen, und wie gesagt, dann drehen wir jetzt nochmal an der Weser und dann anschließend fahre ich schon wieder nach Norwegen. Also volles Programm. Ne? Und hier meine Kumpel, die maulen hier alle rum. Komischerweise, überall werden Aale gefangen, aber hier in unseren Gewässern ist das sehr dürftig. Ne? Also der eine oder andere hat schon mal einen gefangen oder zwei, aber so diese richtig schönen Nächte, wo du nochmal 5, 6, 7 oder mehr fangen kannst, die haben sie bisher noch nicht erlebt. Ne? Da muss ich mal ins Geschehen eingreifen, wenn das jetzt, die Nächte sind ja so kurz, ne? Wir haben ja jetzt gerade Mittsommernacht gehabt, und wir müssen tatsächlich immer die Abendstunden und die Nachtstunden, die brauchst du hier schon zum Aalangeln. Ne? Wie lange geht's dann? Bis der Sell wird. Ne? Ja? Ja, ja.
Da pennst du auch nicht ein. Nein, nein, nein. Du sitzt mal auf seinem Stuhl, ich habe ja einen Eimer, was, ich habe ja so einen Eimer mit dem Loch, wo ich, da sitzt du drauf, dann nickst du mal ein oder alle. Komischerweise, du bist, was, du sitzt zu Hause und wartest, dass es dunkel wird, ne? Guckst Fernsehen oder alles, weißt du, dann bist du schon schläfrig, normal würdest du vielleicht schon mal auf dem Sofa einschlafen, ne? Aber in dem Augenblick, was, wo ich meine Angelklamotten anhab und fahre ins Gewässer, da ist von Müdigkeit überhaupt nichts, gar nichts. Null, weißt du nicht? Auch bis, ich, im Gegenteil, weißt du, wenn es dann gut geklappt hat und du kommst dann morgens um 4, 5 nach Hause, weißt du, und dann hast du ein paar schöne Aale im Eimer oder sowas alles, dann bist du noch so aufgedreht, dass du kaum einschlafen kannst. Und dann brauche ich auch nicht viel. Ich schlafe dann 3 Stunden oder 4 Stunden. Mhm. Ne, dann frühstücke ich mit meiner Frau gemütlich und anschließend muss ich die Aale sauber machen, weißt du, das Angelgerät richten wieder. Du hast ja auch mal was abgerissen. Mhm. Dann, neue Haken binden. Also ich sage ja, ich habe hier früher, als ich noch immer hier in Kiel gearbeitet habe, weißt du, da bin ich im Urlaub immer, das war kein Urlaub, ich bin ja, tagsüber musste ich dann ja auch mal mit meiner Frau zum Baden und am Strand oder ähnliches, weißt du, da habe ich immer versucht, am Strand zu pennen und dann abends wieder los, das Yachtfieber, weißt du, da überhaupt, wenn du erfolgreich warst, ne? Das hat mich dann nicht losgelassen. Wo du gerade Hakenbinden sagst, du hast mir ja auch so zwei super Bestecke mit Haken, selbst geknoteten Haken, Aalhaken mitgegeben. Das ist ja so akkurat, die haben alle den gleichen Abstand, habe ich so das Gefühl gehabt bei dir. Und so sorgfältig, wie du das machst. Ja, das musst du schon ein bisschen, was du, guck mal, ich habe ja, weil ich ja wusste, was du, ich habe ja früher fast nur ausschließlich Aal geangelt und habe ich auch immer schon einen Haufen Aal, was, und ich habe mir nie die Mühe gemacht, was, den Haken aus dem Aal rauszupulen, abgeschnitten, neues Vorfach genommen. Deswegen habe ich diese Aufwickler, was du, und ich weiß nicht, wie viel 1000 Aalhaken ich in meinem Leben geknotet habe, weißt du, nicht? Und und deswegen, guck mal, viele Aalangler machen ja den Fehler, dass sie mit zu großen Haken fischen. Du hast ja gesehen, diese Haken sind eben langschenklich, dass du den Wurm gut raufkriegst, und aber eben relativ, weil die Aale kleines Maul haben. Also relativ klein. Relativ klein, nicht? Und ne, das ist alles schon, das sind Erfahrungswerte, das ist alles durchdacht. Weißt du, guck mal, bei mir passt das eben, weißt du, ich angel dann ja, weißt du, mit Teleskoprouten, weil wir immer sehr weit laufen müssen, weißt du, und das ist so bei mir abgestimmt. Guck mal, wenn ich zum Aalangeln gehe, Jochen, habe ich einen Eimer, auf dem sitze ich. Ne? Nicht so einen kleinen flachen Eimer, sondern so einen etwas höheren, der wie ein Stuhl ist. Mhm. Ne? Und in den Deckel habe ich ein kleines Loch reingeschnitten in der Mitte, da kommen die Aale rein, und in dem Eimer steht noch ein kleiner Eimer, und da habe ich ein paar Bleie drin, meine Aalhaken drin, ein Messer drin und eine Zange drin, mehr nicht. Ne? Also mehr brauche ich nicht. Und Lappen, ne? Das ist immer sehr wichtig, dass du einen Aallappen mit hast. Mhm. Ne? Und dann sitze ich auf meinem Eimer, weißt du, und huck da die Nacht, weißt du, und dann, weißt du, hast du Ohren, mein Gehör wird natürlich auch schon schlechter, weißt du, ne? Weil wir dürfen ja mit 4 Huten fischen. Manchmal habe ich auch noch eine Ersatzhute mitgehabt, weißt du, im Dunkeln, gut munkeln. Und dann hast du eben die Bissanzeiger drin, und die Bissanzeiger gibt es eben akustisch oder eben, weißt du, und dann, ich habe so Bissanzeiger, die hat mal ein Angler so gebastelt, da kannst du unterschiedliche Gewichte reinhängen, weißt du, je nachdem, wie viel Wind du hast. Und dadurch stelle ich die Rute relativ steil, hänge meinen Bissanzeiger rein und habe da zusätzlich noch diese Aalglocke unten dran, weißt du. Und wenn dann sitzt du dann so in der Mitte, dann, mal sagen, 2 Ruten links, 3 vielleicht rechts oder was, sitzt in der Mitte auf meinem Eimer, und dann hast du Ohren, weißt du, und dann hörst du auf einmal nur Knack. Du, der manchmal, weißt, wenn so ein Aal abfegt, weißt du, der Bissanzeiger nicht, das fängt nicht erst an zu bimmeln, der knallt dir Bissanzeiger gegen den Rutenblenk, der fliegt, weiß ich wohin, manchmal, weißt du, und dann siehst du die Rute schon so stehen, weißt du, ach, das ist, weißt du, das ein Glücksgefühl, wenn du denn da dran kurbelst, weißt du, und der Aal, der sich dann krumm macht, oder, weißt du, den dann rauszukriegen, weißt du, dann merkst, weißt du schon, ob das ein ordentlicher ist oder nicht, weißt du, wenn der so glatt mitkommt, dann ist das meistens untermaßiger, aber wenn er sich krumm macht, dass die Rute richtig in die Rute geht, weißt du, dann weißt du, dicker Brocken. Jochen, ich will jetzt keinen Anglerdatein erzählen. Also mein Eimer, der ist, weiß nicht, der, also ich schätze mal 20 Liter Eimer ist das. Ne? So relativ hoch, also kein 10 Liter Eimer. Da habe ich dann, du hast ja auch mal Beifang, einen Barsch oder ähnliches, weißt du, da habe ich dann so im Morgengrauen, nachher im Herbst, wenn die Tage länger werden, also wo wir längere Angelzeit haben, da nickst du dir auch schon mal ein. Da haben mir die Aale, weißt du, mich geweckt, indem sie mir gegen den Hintern gekloppt haben, weißt du, weil ich da drauf gesetzt, so voll war der Eimer. Ne? Solche Tage habe ich erlebt, also das ist schon Wahnsinn. Ne? Horst, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne, Jochen. Bis
zum nächsten Mal, falls ihr Fragen habt zum Aalangeln oder zu Norwegen oder was auch immer oder Amateurfragen, her damit, Fragen at Horst und der Fisch, und dann gibt es die Antworten hier in den Folgen. Tschüss zusammen. Ja, bis dann, tschüss.